So, guten Tag, liebe Shisha-Freunde, B2B vom Shisha-Warentest-Team am Start. Ich habe eine wichtige Frage heute zu klären, und zwar, wie kriege ich meinen Shisha-Silikonschlauch wieder sauber? Viele Leute kennen das Problem, gelbe Ablagerungen, hier sieht man ganz gut das, den Bild und den Farbvergleich, weiß neuwertig, gelb nach längerer Zeit zum Rauchen oder nach kürzerer Zeit, je nachdem wie oft ihr Shisha natürlich raucht. Bei euch suchtig, kann ich mir das vorstellen, ist innerhalb von einer Woche gleich der so gelb, ja, der ist jetzt 2 Tage alt bei mir, ja, also ich habe jetzt 2 Tage lang durchgeraucht, dann sieht das natürlich so aus, Spaß. Ja, und ich gehe jetzt mal hier ein paar Versuche an. Wir testen heute Kugident gegen Shisha-Vergilbung. Shisha-Utensil ist das jetzt eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ob ihr das selber auch zu Hause verwendet. Wenn ja, sage ich mein Beileid. Ich weiß ja nicht, was ihr zu Hause so treibt, aber normalerweise benutzt man Kugident für die dritten Zähne. Und ja, das sind Tabletten. Sieht aus wie eine Vitamin C-Tablette, aber bitte nicht lutschen. Sollte man nicht unbedingt tun. Ja, diese Tablette werden wir jetzt, ich werde jetzt nur eine nehmen. Ich teste mal, wie das funktioniert. Von der Dosierung habe ich ja selber nicht getestet. Ich probiere es mit einer. Ich habe hier einen 5-Liter-Topf, den mache ich jetzt mal einigermaßen voll. Vorher hauen wir noch den Schlauch rein. Müssen wir natürlich ein bisschen kleiner machen, das ist klar. Mal gucken, wenn er wieder auseinander geht von der Form, dann müsste ich den noch ein bisschen befestigen. Mal gucken, ob ich irgendwas da habe zum Befestigen, aber vielleicht, so müsste es eigentlich schon gehen von der Größe. So, zur Not machen wir einen kleinen Knoten rein. So, passt perfekt rein. Dann hauen wir jetzt Wasser rein. Machen wir natürlich gleich warm. Aber ich werde euch eh nicht die ganze Zeit, ihr werdet eh nicht die ganze Zeit beim Filmen dabei sein. Das machen wir immer in Etappenweise, nach 10 Minuten, nach 20 Minuten, nach 30 Minuten, sowas rum machen wir das. Aber jetzt schauen wir erst mal, was passiert, wenn ich die Cookie denn dem Wasser denn hinzufüge. So, mal gucken, bis der Schlauch einigermaßen gut bedeckt ist mit Wasser. Ich denke mal, so 3 Liter werden wir rein tun. Dauert ja natürlich auch eine Weile, bis es erhitzt ist. 3 Liter, weiß ja jeder zu Hause, dauert es ein bisschen. So. Ja, 3,5 Liter habe ich jetzt reingehauen. Jetzt ist der Schlauch auch komplett im Wasser. So. Farblich kommt er jetzt gar nicht so gelb rüber im Wasser. Aber er ist gelb. Ohne Ende. Und das wollen wir natürlich loshaben, das Gelbe. Na, ein bisschen Wasser haue ich noch rein. Machen wir 4 Liter draus. Herdplatte muss natürlich auch an sein, ganz wichtig. Sonst funktioniert das Experiment leider nicht. So, 4 Kilo, jetzt wird er schon schwerer, der Topf. So. Bisschen mehr wie 4 Kilo sind jetzt, oder halt 4 Liter sind jetzt drinnen. So. Ja, jetzt gibt man so eine Kugident-Tablette dazu. Und schauen wir mal, was passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist überhaupt Kugident? Zack, rein damit. Ja, das sieht man schon. Das ist nämlich die Geheimwaffe von Kugident. Und zwar beim Auflösen so einer Tablette bilden sich im Wasser so Millionen Mikrobläschen. Und von den Mikrobläschen, der freigesetzte Aktivsauerstoff, der tötet eben Hefepilze und Bakterien ab. Und in unserem Fall eben diese Verschmutzungen. Die starken Bewegungen der Bläschen auf dem, im Wasser jetzt eben und die man rum entfernt eben den ganzen Dreck ohne den Schlauch zu beschädigen normalerweise. Bei den Zähnen reicht normalerweise ein paar Minuten. Bei einem Schlauch weiß ich es nicht. So, die ist jetzt dann gleich aufgelöst. Jetzt ist sie schon nach oben gewandert. Ich weiß nicht, ob bei 4 Liter eine Tablette reicht. Ach, was soll's. Hauen wir gleich alle reinkommen. Nimm mal alle 3. So. So teuer sind die ja nicht. Könnt ihr überall kaufen, in jedem Einzelhandel oder in der Apotheke wahrscheinlich auch, aber mein Drogeriemarkt und so weiter, die haben das normalerweise auch. Ich habe es jetzt in einem ganz normalen Supermarkt gekauft. Die Kassiererin hat mich schon ganz schön blöd anguckt. Habe ich gesagt, das ist für meine Oma. Aber ihr könnt ja auch natürlich die Oma berauben. Könnt ihr natürlich auch machen. Nach dem Video werden wahrscheinlich im Umkreis von ganz Deutschland jetzt die ganzen Kugidents aufgekauft werden.
Keiner findet mehr Coq10-Tabletten. Die Omas, die Rentner, die drehen Hohle, die laufen Amok, weil sie kein Coq10 mehr haben. So, sind die zwei auch gleich aufgelöst? Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt lassen wir es einfach mal kochen. Natürlich sollte das jetzt durchgehend, also schon erhitzt werden, das ist wichtig. Soll natürlich schon eine gute Hitze abgeben. Was er halt aufpassen müsst, dass der Schlauch nicht unbedingt komplett unten ist. Das tut er ja auch nicht, weil er ja nach oben wandert eigentlich. Ich gebe jetzt den auch vorsichtshalber noch mal ein bisschen nach oben, weil durch die Hitze würde ja der Schlauch sonst irgendwann anfangen zu schmilzen. Also wenn er jetzt unten an der Herdplatte wäre, das wäre natürlich zu heiß. Deswegen, er spannt sehr gut, also er ist wirklich sehr fest. Deswegen rutscht er auch nicht mehr ab. Der ist wirklich wie so ein Ring geformt jetzt und da hält er eigentlich wirklich sehr gut und wird nicht unten rein fallen oder hat unten keinen Kontakt und dann kann auch nichts passieren. Also da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass er nicht die ganze Zeit unten dran ist. Kennt ihr ja, mit dem Essen ist es ja genau das gleiche. Wenn das Essen die ganze Zeit unten ist und nicht umgerührt wird, dann verbrennt es unten ja auch an. Dann habt ihr die ganzen Essensreste dann unten am Topf hängen. Das wollt ihr natürlich auch nicht und deswegen schaut am besten, dass es nicht komplett unten ist, das Ganze. Bei mir jetzt eben auch nicht der Fall. Und dann passt die Sache. Ich überprüfe es gerade nochmal. Nö, passt. Das Wasser ist auch schon langsam heiß. Ja, dann würde ich sagen, jetzt warten wir einfach mal 10 Minuten. Gucken wir mal, bis es kocht. Dann schalten wir nochmal gleich ein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und ob es schon einigermaßen geholfen hat. Und wenn nicht, dann lassen wir nur weitere 10 Minuten einwirken. Dann würde ich sagen, man sieht sich gleich wieder. Wir machen so lange Pause. Hallo, so wie man sieht, es kocht. Wir haben aber den Schlauch vorher schon mal entnommen, wie ihr sehen könnt. Ich hole ihn aber jetzt noch gleich mal nochmal raus, weil wir müssen da noch ein bisschen was dran verändern. Wenn ich da gesehen habe, es bringt noch nicht wirklich viel. Wie man sehen kann, es ist kein Wasser im Schlauch. Also der durch das Wickeln oder halt durch das Verändern der Form kann kein Wasser gescheit eindringen in den Schlauch. Deswegen nimmt es am besten einen Trichter und ja, ein Messbecher zum Beispiel und nehmt jetzt mal eine gescheite Dosis von. So, und das gebt ihr jetzt vorsichtig in den Schlauch. Gut, der Schlauch, der ist jetzt zwar ein bisschen heiß, aber ich kann ihn gerade so noch mit der Hände anlangen. Ich habe jetzt leider keinen Trichter gefunden, deswegen fülle ich das jetzt einfach mal so auf. Muss mal etwas gucken, ob es auch funktioniert. So, ich mache es mal von der anderen Seite noch. Dann gucken wir mal, wie weit das Wasser eingedrungen ist. So. Gucken wir mal. Ah, okay. Will nicht. Gucken wir mal. So. Den jetzt immer ein bisschen drehen. Sollte normalerweise das Wasser ja. An der anderen Seite war blöd, aber so. Ja, jetzt da sehe ich es gerade. Es kommt. Es funktioniert. So, bisschen noch. Jetzt müssten wir gleich angekommen sein. Jo, jetzt sind wir da. Jetzt hauen wir da wieder was rein. Ja, der Schlauch ist schon ganz schön heiß. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Bei der Hitze muss man natürlich aufpassen bei dem Wasser. Da ist gleich mal. So. Schauen wir mal, wie weit es jetzt ist mit dem Wasser. Ja, jetzt schaut es schon gut aus. Gucken wir mal. Ja. So. So. Ja, jetzt schaut schon gut aus. Also jetzt ist so gut wie überall Wasser drinnen. Ich gebe jetzt auf beiden Seiten noch mal ein bisschen was dazu. Muss aber auf beiden Seiten natürlich aufpassen, dass nichts über. Ja, jawohl, jetzt ist es gut. Auf der anderen Seite noch ein bisschen. So, ein bisschen noch. Zack. Die Seite noch. Ah. Das war heiß. So, geht schon noch, nicht so schlimm. So, ein bisschen noch. Jetzt. Gut, jetzt haben wir auf beiden Seiten ziemlich viel Wasser drin. Das müssen wir jetzt natürlich vorsichtig ins kochende Wasser geben. So, jetzt nehme ich hier die Grillzange. Gib das Ganze jetzt nochmal hier rein. Und ja. Jetzt müssen wir es natürlich noch ein bisschen kochen lassen und dann sehen wir gleich, ob diese Coq10-Methode was bringt. Ich gebe jetzt hier noch bloß den Deckel mit rein ins Wasser, dass der Schlauch unter Wasser bleibt. So, jetzt lassen wir ihn, ja, auf jeden Fall mal gute 15 Minuten in kochendem Wasser drinnen.
Ja, Hand ist schon leicht rot von der Hitze, also aufpassen zu Hause, nicht, dass euch das gleich passiert. Wir haben auch diesen Schlauch, wie ihr gesehen habt, mit solchen Drähten umwickelt. Gibt es ja bei jedem Kabel, wo mitgeliefert wird, ist meistens so ein kleiner schwarzer Draht dabei. Den kann man ja umwickeln, dann ist das Ganze eigentlich okay. Dann nimmt es nicht so viel Platz weg. Ja, und jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen kochen, wie schon gesagt. Und nach 10-15 Minuten melde ich mich nochmal. Ich stelle so lange mal die Uhr. So, würde ich sagen, nach 15 Minuten sehen wir uns gleich nochmal und dann schauen wir mal, ob sich schon was getan hat im Schlauch. Bis gleich. So Leute, 15 Minuten sind um. Schauen wir uns das Ganze mal an. Aber ich glaube, da hat sich noch nicht viel getan. Schaut's her. Wie man sieht, immer noch gut gelb. Es ist zwar schon, ich glaube, ein bisschen besser geworden. Es ist nicht mehr ganz so aggressiv, glaube ich, das Gelb. Aber so, jetzt sind wirklich 15 Minuten um. Aber es ist immer noch genauso. Also ist schon noch stark gelb. Und wie man sieht, das Wasser ist auch nicht mehr stark. Wenn man hier drüben mal die Skala sieht, von 4 Liter sind noch 2 Liter übrig. Ist ja klar, das Wasser kocht und verflüchtigt sich. Genauso wie es wahrscheinlich mit dem Cookie Dente, aber das wird nicht mehr viel drin sein. Ja, wir lassen es jetzt trotzdem weiterhin nur einwirken. Wir probieren es jetzt nochmal eine Viertelstunde. Und wenn sich da nichts getan hat, dann müssen wir uns leider was Neues einfallen lassen. Also, dann melden wir uns wieder in einer Viertelstunde. So Leute, letzter Versuch, 15 Minuten wieder um. Also jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde das Teil am Kochen gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob sich da jetzt was getan hat. Holen wir mal, ups. So, das Wasser läuft natürlich noch aus dem Schlauch raus, ist klar. Bisschen was hat sich aber auch schon wieder verflüchtigt, wie man sehen kann. Ja, es ist immer noch gut gelb. Ja, wir wissen es, Zeit ist vorbei. Ja, also, ich weiß nicht, ob man es so im Licht kann man es wahrscheinlich erkennen. Schaut's hier. Sieht man es farblich? Ich guck mal, vielleicht kriegt man noch ein besseres Bild hin. Jetzt passen wir auf, machen wir mal hier. Hier. Also hier dran ist es gelblich und hier dran ist es weiß. Also man sieht es schon im Bild. Und ja, das ist natürlich nicht das Ergebnis, das ich haben wollte. Und länger auskochen will, möchte ich den Schlauch eigentlich nicht, weil Silikon zieht sich ja irgendwann zusammen, wenn er kocht und deswegen auch nicht in die Spülmaschine geben oder sonstiges. Sonst könnte es passieren, dass der Schlauch am Ende nicht mehr so lang ist, wie er vorher war. Also eine halbe, dreiviertel Stunde sollte nicht so viel ausmachen, aber das ist zu lange. Ja? Also auskochen hat jetzt in der kurzen Zeit nichts gebracht. Den Cookie Dent haben jetzt in Verbindung mit Auskochen auch nichts gebracht. Zu Hause könnt ihr es mal probieren, in die Badewanne legen und zwei, drei Cookie Dent dazugeben. Natürlich die Badewanne nicht voll machen, sonst ist das Verhältnis natürlich wieder nicht dementsprechend gut. Es nur so viel machen, dass der Schlauch bedeckt ist damit. Cookie Dent mit reingeben und über Nacht mal einwirken lassen. Mal gucken, ob das vielleicht hilft. Aber ich bleibe natürlich dran und entweder im nächsten Video oder irgendwann später gibt es auf jeden Fall dann nochmal ein Video. Da testen wir dann eine andere Alternative. Also so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, braucht es nicht nachmachen, hat leider nichts gebracht. Aber ich bleibe am Ball und ihr schaut fleißig weiterhin zu. Vielleicht finden wir noch die passende Haushaltslösung dafür. Bis zum nächsten Mal.